Herzlich willkommen zu einem neuen Videodreh mit der Angelschule Norden. Wir sind am Hamburger Hafen oder im Hamburger Hafen in der Hafen City und wollen auf Zander angeln. Und ich habe Wladimir hier. Wladimir hat noch nie auf Zander geangelt. Heute ist das erste Mal überhaupt für dich, dass du auf Zander angelst in der Hafen City. Was brauchen wir dafür? Wir brauchen natürlich eine Rute, Angelgerät, ganz klar, und ein paar vernünftige Gummifische. Ich habe so ein paar Gummifische hier zur Auswahl mal mitgebracht. Und das Ganze muss man natürlich jetzt auch noch montieren. Und Wladimir hat das schon mal gemacht. Und zwar hat Wladimir schon mal so einen doppelten Grinnerknoten gebaut. Doppelter Grinnerknoten kennt ihr auch aus anderen Videos dann von mir. Der verbindet dann die Multifile mit der monofilen Schnur. Wir haben ein ziemlich langes Vorfach, so ein bisschen über einen Meter, 1,20 würde ich mal sagen. Und am Ende, was kommt jetzt da raus? Ein Karabiner. Ein Karabiner, genau. Dann haben wir hier den Karabiner. Ja, sieht man hier vielleicht schön. Da den Karabiner, hat auch eine runde Form und der ist ziemlich klein. Ja, das ist so ein kleiner Crosslock, den kann man dann hier mit einem Grinnerknoten festmachen. Und der dient eigentlich nur dafür, dass dann man ab und zu mal auch mal die Farbe vielleicht wechseln kann vom Gummifisch. Ne? Ich habe ja verschiedene Farben mit. Ich habe ein bisschen was Aggressives mit, aber auch so ein bisschen was Gedämpftes, was Dunkles und so weiter. Und ich mache jetzt einfach hier den normalen Grinnerknoten, ziehe das zu. Immer vorher ein bisschen nass machen. Zack, abschneiden. Genau. Schweizer Messer hier. Ja. Top, du. Ja. Da stecken wir schön in die Tasche den Rest. So. Jetzt haben wir hier den Karabiner. Wir haben praktisch gar keinen Wirbel dran. Wirbel brauchen wir auch nicht, weil es dreht sich ja nichts am Gummifischangeln. Den kann man jetzt öffnen und jetzt sucht ihr mal schon eine Farbe aus. Welche willst du denn haben? Ist es hell genug? Dann also, welche Farbe ist besser in dieser Zeit? Ja. Also Favorit von mir ist auch das hier. Das ist natürlich, ja. Richtig natürlich. Der ist so ein bisschen vermutt. Der hat unwahrscheinlich Aktion hinten im Schwanz, so ein bisschen rötlich. So ein bisschen grün Glitter auch drin, das wäre so ein Favorit. Den könnt ihr mal probieren. Ja. Und wir werden sehen, wir werden heute verschiedene Gummifische auch in den Größen und in den Farben ausprobieren und dann mal sehen, was passiert. Ich bin gespannt. Ja? Fischen wir den mal? Ja, ja? Okay, alles klar. Dinge. Das sieht natürlich gut aus. Ja, wir haben ja zwei Anbisszonen. Das heißt, wenn er auf den Kopf geht, dann haben wir einen Haken. Und hier hinten, pass mal an, schafft es. Hier sitzt der Korb, ne? Also hier und vor allen Dingen ist der Gummifisch jetzt noch schön beweglich. Das ist ein Twinex-Haken, ne? Das ist andersrum. So sieht das richtig gut aus. Und jetzt, wo du das einhängen? Hier. So, hängen wir das Ganze ein. Sieht das lecker aus! Ne? Das Ding fängt 100%. Wirst du das sehen? Kein Zweifel. Alles klar, los, auf Danke. Geht's! Komm! Beißen haben wir 90% der Abwechslung. Ja, das ist ganz lästig. Hast du das gehabt? Und jetzt bringst du das Ganze an. Und jetzt sitzt du mich richtig hier dran. Du brauchst eine ganz große Stimme. Ganz groß. Wenn du weiter hinten bist, dann kannst du ein bisschen aggressiver drehen. Bist du weiter hinten, drehst du aggressiv. Ja? Aber hier vorne, ganz kleine Stimme. Und da ist ein Schatzbereich am Schiff. Da unterhalten sich gerne die Zander auf. Okay. Ja, genau. Genau. Das wird schon. Ja, ja. Von der Gummifischen her habe ich heute ein paar verschiedene Farben mitgebracht. Ich habe natürlich was Aggressives mitgebracht. Hier ein bisschen was Helles. Diese Richtung hier. Von Zockerbaits, der Flash nennt er sich, toller Gummifisch, auch ein bisschen gedämpft dann. Den hat sich Wladimir gerade rangemacht.
Ja, aber auch dann, oh, ist auch so ein Favorit von mir. Ja. Der hier, ne? So ein grüner Rücken dann und dann roter Schwanz hinten. Aber auch hier im Pumpkin von DRM, FZ, auch ein sehr, sehr guter, interessanter Gummifisch. Hat auch eine ziemlich breite Flosse hinten, arbeitet schön und den werde ich als nächstes dann auch probieren. Und den auch noch mal ein bisschen gedämpft, dann mit diesem Rot-Glitter innen drin und oben schwarzer Rücken. Damit habe ich am Schweriner See ganz gut Zander gefangen, also mit der Farbe. Deswegen habe ich den auch mal sicherheitshalber mitgebracht. Ja, und ein paar Jig-Köpfe, verschiedene Gewichte dann. Ich habe mich dann für den Airy-Jig entschieden, der dann so ein bisschen Stand-up steht. Also diese Form hier ist eigentlich ganz gut. Und natürlich auch ein paar Drillinge hinten dran und Stinger. Ja. Das ist so meine Köderbox für heute. Naja. Was ist süß? Ja. Der ist ein kleiner Zander. Der geht natürlich gleich wieder zurück. Hey. Aber er hat gebissen. Guck mal, voll drin. Voll, ja? Ja! Ja, der hing auf einmal. Auf dem Kauli. War ich auch was anderes probiert. Aber okay. Auch klein viel macht Mist, ne? Wie mehr? Machst du den Sprungfangkescher fertig? Geil. Ja. Nicht raus. Oh, das ist ein schöner, ja. Der ist schon besser. Nicht aus dem Wasser heben! Nee, nee, bloß nicht. Nicht aus dem Wasser heben! Was ist denn hier? Was ist denn das? Musst du da aufmachen. Ja. Schöner Zander! Komm mal her. Immer hoch damit. Fall nicht rein, dann. So. Oh, ist abgegangen, aber in den Kescher rein. Oh! Oh. Hier hoch! Hier hoch! Oh. Nein. Schön! Jawohl! Und auf welchen Gummifisch? Ja. Auf welchen Gummifisch? Naturfarbe. Ja, Naturfarbe. Ganz geil. Von wem hast du den denn? Ja, Fuß an Angelschule noch. Genau. Natürlich. So. Perfekt. Ja. Geiler Fisch. Jetzt noch ein schönes Bild. Halt ihn mal schön, aber nicht, dass er ins Wasser fällt. Ne? Sehr schön. Ja. Geil. Ja, Petri zum ersten Zander. Ja, danke. Schön. Wie war der Biss denn? Hast du das gemerkt? Sinkphase, ganz am Boden schon und ganz stark gleich dran. Voll rauf, ne? Ja. Ja, wunderbar. Wirklich kein Spiel, gleich rein. Klasse. Wunderbar. Warum hast du jetzt den Finger vorne dran, ne? Mhm. Am Blink, warum machst du das? Aus einem ganz einfachen Grund. Also erstmal habe ich es mir abgeguckt, weil das so habe ich einfach besseren Kontakt zum Köder. Und dadurch, dass ich auf meinen Finger in der Sehne habe, merke ich auch, ob der Grund hart oder weich ist. Ich habe einfach viel besseres Feeling zum Köder und auch zum Biss. Auch wenn ganz minimale Bisse kommen, die habe ich so direkt im Finger drin. Ich musste nicht über das Blank erst abwarten gucken, was natürlich auch geht, aber ich habe damit einfach viel besseres Feeling. Es dauert ein bisschen, bis man es drauf hat. Ich habe es auch jahrelang, es hat auch bei mir ein bisschen gedauert, aber jetzt habe ich den Dreh raus und ich habe somit viel, viel mehr Bisse verwandelt, als wenn ich ganz normal die Rute so gehalten habe. Weil es gibt natürlich Tage, wo die Fische richtig träge beißen. Und so habe ich jeden kleinsten Zupfer mit. Zum Angeln mit dem Gummifisch benötigen wir ja immer einen Stinger. Ein Stinger ist einfach sicherer, gerade wenn die Zander oftmals, kommt die Zander dann auch von hinten. Attackieren den Gummifisch von hinten und dadurch haben wir weniger Fehlbisse einfach. Und wie macht man nur sonst Dinge heran? Es gibt da verschiedene Möglichkeiten. Ja. Wir sind ja hier im Hamburger Hafen, das heißt, wir haben einen geringen Bestand an Hechten. Also die Wahrscheinlichkeit, ein Hecht zu fangen, ist hier im Hamburger Hafen sehr gering. Deshalb fischen wir mit einem monofilen Vorfach. Viele fischen mit einem Fluorocarbon-Vorfach, auch das ist gut.
Man kann auch ein ganz normales Monofil nehmen, die Elbe ist sowieso trübe. Also meiner Meinung nach reicht eigentlich ein monofiles Vorfach bei einer Stärke, ich sag mal so 0,25 bis vielleicht 0,35 mm aus. Und auch der Stinger oder der Angstdrilling, der könnte auch mit einem monofilen Vorfach gebunden werden, denn der Zander hat ja eigentlich runde, also spitze Zähne, aber rund, nicht so scharf auch wie der Hechter. Und deshalb geht monofil eigentlich ganz gut. Nun, die Schwierigkeit besteht immer darin, den richtigen Abstand zu finden, vom Kopf bis hinten zum Schwanzende. Wir haben ja dann, wenn wir einen einen Angstdrilling, einen zweiten Haken montieren, zwei Bisszonen praktisch abgedeckt. Einmal vorne der Jig-Haken sowieso dann am Kopf, falls der Zander am Kopf geht. Da ist ja sowieso schon der Jig-Haken. Und der Angstdrilling, der Stinger, den sollte man weiter hinten platzieren. Es bringt ja nichts, den hier vorne zu binden. Und da kommt es auf den Abstand natürlich genau drauf an. Wie macht man das? Also ich mache es dann immer so, dass ich erstmal ein Stück Schnur nehme. Und jetzt mache ich einen... Ja, eigentlich ein Grinnerknoten, einen ganz normalen Grinnerknoten, legt eine Schlaufe, 1, 2, naja, sagen wir mal dreimal durch. Jetzt habe ich eine Schlaufe und das Schöne, diese Schlaufe zieht sich selber zu. Ich lege die jetzt hier rum, ziehe dran und lege praktisch die Schlaufe direkt um das Öhr vom Jig-Kopf, richtig fest dran. Ja, so selbst hat sich selbst zugezogen. Ich muss ihn jetzt noch das Ende einmal abschneiden. So. So, das wäre jetzt. So. Und der Stinger, hier haben wir ihn. Der sollte jetzt ja möglichst weit hinten platziert werden. Also hier in diesem Bereich vielleicht. Ne? Das wäre perfekt, wenn er hier hinten platziert ist. Dann haben wir praktisch zwei Ambissungen. Und nun kommt es auf den Abstand drauf an. Das heißt, hier schneide ich jetzt einfach ein Stück Schnur ab. Gehe jetzt hier unten rein. Und das wäre jetzt eigentlich der richtige Abstand. Und welchen Knoten nehme ich da? Ganz simpel. Ich merke mir jetzt den Abstand, ich halte also so fest und gehe jetzt mit dem Ende, also fünfmal durch. Oder übereinander. 2, über Kreuz. 3, 4, 5. Das reicht schon aus. Und gehe jetzt, den kennt ihr alle, machen ja auch viele dann mit ihren Wirbel damit fest. Gehe jetzt hier durch. Das sind filigran alles. So. Wie sieht das Ganze jetzt aus? Und schon habe ich den richtigen Abstand. Perfekt. Das sieht perfekt aus. So, jetzt brauche ich das Ende bloß abschneiden, das kurze. So. Und fertig ist das Ding. Den richtigen Abstand. Wir haben uns jetzt für einen Platzwechsel entschieden. In Hamburg muss man ja flexibel fischen, das kann man machen, hier ist genügend Wasser vorhanden. Wir gehen einfach ein paar Straßen weiter, suchen uns einen neuen Platz und hoffen vielleicht, dass wir doch einen größeren Fisch heute fangen werden. Das war nicht so ganz knapp, der hängt ganz knapp. Vor den Kescher. Den Kescher. Und das war dann raus, in der Mitte. Das raus. Oh ja, schön, der hängt so ganz knapp.
Schöne Tande. Was macht ihr denn? Der ist ab. Mann! Hier. Warum ich meinen Zander verloren habe? Ganz einfach. Die Zander im Winter sind sehr, ich sag mal so, die beißen sehr träge, ja. Meistens auch oft, wenn man den Köder für, den Gummifisch langsam führt und dann langsam absinkt, die Zander kommen immer langsamer hinterher. Und manchmal, anstatt zu beißen, legen sie sich einfach nur rauf. Ja? Und wenn man dann ganz mal anhaut, dann ganz mal wieder anzieht, dann erwischt man die unten vielleicht ganz leicht oder an den Kiemendeckeln und sonst was. Und so hat man ihn nicht richtig am Haken, sag ich mal, der hat nicht richtig danach gebissen. Und in dem Fall war das bei mir so, der hat nicht richtig gebissen, der hing einfach nur. Ja? Und dadurch hatte ich nur ganz leicht unten in seinen Kiemendeckel gehakt. Das heißt, er hing nicht richtig und dadurch ist es natürlich schwieriger, wenn man so hoch angelt, mit einem Spundwandkescher den da überzuziehen. Der braucht nur eine Bewegung machen und der ist ab. Und das ist in dem Fall leider passiert. Und ja, das gehört leider auch dazu. Das ist auch öfters der Fall. Aber es ist meistens nur im Winter. Ja, aber es funktioniert ja. Ja, Jan hat uns heute ein paar schöne Köderfische zur Verfügung gestellt. Und ich habe mich heute für den Pumpkin von DRM entschieden. Also ich bin sehr zuversichtlich und habe ein großes Vertrauen in der Farbe. Und nachdem ich jetzt zwei Fehlbisse hatte, hoffe ich jetzt noch den einen oder anderen Fisch heute mal rauszuholen. Ne? Einfach mal weiter probieren. Schöner Fisch, lass gleich die. Oh, geil aus. Gleich so, René, komm. Ja. Die Köder noch geil, drin. Natürlich. Lass die Köder, so lass die Köder noch drin. Ja, logisch. Ja. So geil. Guck mal, wie schön er ihn genommen hat. Alles eingefroren. Alles ist eingefroren. Ja, genau. Das ist ein Thema, Platzwechsel lohnt nicht. Oh, oh. Moment. Ich weiß, wo die Zander hier stehen. Sehr schön. Geil. Halt nur da einen Zeigefinger drauf. Geil aus. Und voll im Absinken genommen, oder was? Ja, total in der Absinkphase. Und der neue Köder von dir hat sich bezahlt gemacht, würde ich sagen. Super. Ein Angeltag geht zu Ende. Wir waren ja heute am Hamburger Hafen. Hier haben ein paar Zander rausgedreht. Vier Fische insgesamt kamen raus. Wladimir hat seinen ersten Zander gefangen. Glückwunsch nochmal von mir, war gut. Und den Biss auch richtig gemerkt. Darauf kommt es auch an. Und ja, insgesamt war das eigentlich ein schöner Tag. Wir haben viel Spaß gehabt. René hat ein paar Bisse gehabt. Ja, nach zwei Fehlbissen habe ich dann doch noch einen rausbekommen. Also von daher alles super. Spotwechsel hat sich gelohnt. Spotwechsel hat sich gelohnt, immer gut, flexibel sein, denkt dran, Fisch flexibel, seid ihr immer erfolgreich. Thomas hat noch einen Fisch, glaube ich, verloren. Wir hatten ja hier noch einen dran, also das war Sprungbandkescher, mussten wir runterlassen, war ziemlich knapp, auch das Band, muss ich sagen, war ärgerlich und dann, na gut, kann mal passieren, gehört dazu. Ne? Gehört dazu. Hat nicht richtig gesessen, richtig gehakt und was auch immer. Aber gut, wir waren insgesamt erfolgreich und ja, dann bis zum nächsten Mal und tschüss. Ciao, ciao. Ciao.